Willkommen zurück zu einem neuen Video hier zum Sonnensystem. Heute werden wir wieder drei Texturen verbessern, und zwar von Lacuna, Polon und Flagaris. Und ich werde wieder ein bisschen Detail hinzufügen. Bei Polon zum Beispiel will ich mehr Ringe machen und Flagaris würde ich gerne ein bisschen roter gestalten. Und das werden wir jetzt einfach tun. Und dann schreibt es mir auch in die Kommentare, ob euch die Texturen gefallen. Wenn nicht, dann schreibt, was ich noch verbessern könnte. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt.
Und das war's mit den nächsten Texturen. Ihr seht, ich habe hier Lacuna erneut gemacht und auch die Atmosphäre. Bei der Atmosphäre hatten wir ja vorher hier so einen ganz deutlichen Block und danach ist es einfach schwächer geworden. Ihr seht, das ist leider noch ein bisschen vorhanden, aber an sich ist das schon mal sehr viel besser. Von der Textur her hat sich nicht wirklich viel geändert. Also ich habe die Größen noch mal mehr variiert. Ihr seht hier am Nordpol ist ein gigantischer Krater und dann habe ich eben die Krater immer und immer kleiner gemacht, damit es eben viel mehr Details gibt. Zudem seht ihr hier vielleicht so hellere, grünlichere Stellen. Das sind so Plateaus, könnte man sagen, wo es einfach flach ist. Und ja, das war's mit der Textur davon. Da ist eine Rakete mitten in Lacuna drin. Okay. Dann haben wir hier Polon. Und da habe ich eine kleine Rakete in die Umlaufbahn gecheatet, könnte man sagen. Und hier haben wir Polon. Die Ringe gefallen mir auf jeden Fall sehr viel besser. Die waren davor viel zu dick. Aber jetzt sind sie viel, viel dünner. Das gefällt mir. Und ich habe hier auch viel mehr Streifen hinzugefügt, was dem Ganzen natürlich einfach mehr Detail gibt. Und zu guter Letzt haben wir noch Flagaris. Und da habe ich eine Rakete. Und zwar genau hier. Und zwar hier auf der Startplattform. Und ihr seht, ich habe das Ganze noch ein bisschen rötlicherer gestaltet jetzt. Also jetzt ist wirklich nur noch in der Mitte stark orange und außen herum ist es wirklich glühend rot jetzt. Und ich finde die Textur auch ganz okay. Jedenfalls müsst ihr mir natürlich schreiben, was ihr davon haltet. Daher schreibt das einfach in die Kommentare. Und falls es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.